Yo, willkommen zurück zu Sky Family. Jetzt habe ich ein bisschen lang gewartet. Ach ja, Mob Farm, genau. Die können wir heute fertig machen. Ich hoffe, ich habe alles richtig bedacht dabei. Es ist echt lange her, dass ich so eine Farm gebaut habe. Also hier mit dieser Lava, wo die Monsterele nicht verrecken. Und wir müssen halt mal überlegen, vielleicht können wir die Lava irgendwie. Nee, das geht nicht, ne? Die muss schon frei liegen an der Stelle da. Kurzer Sicherheitsblick. Hallo. Ja, komm, das sollte reichen. Mein Haus brauche ich ja. Doch, da brauche ich auf jeden Fall noch einiges an Cobblestone. Aber ich will erstmal die Mobfarm fertig machen. Wenn ich Glück habe, ist das in einem Chunk. Wenn ich da oben arbeite, spawnen dann hier unten die ganze Zeit Monster. Das wäre cool. Halt. Oh, ich muss zurück. Muss doch noch Platten machen. Platten. Richtige Platten. So, ich mache erstmal nur 12. Braucht gar nicht mehr viel. So, Licht. Ja, ich glaube. Muss sie auch zumachen dann. Na. Geht es denn so? Da kommt dann eh die Lava raus. Jetzt muss ich schon wieder Platten craften. So. Na komm schon. Ach, da hinten. Hallo? Genau. Alter, was hab ich denn für einen Lack? Was hab ich denn für einen Lack? Wieso ist der nicht hochgegangen? Und obwohl ich da nicht wegkam. Oh. Creeper des Todes! Das war so krass. Ich bin hier hängen geblieben in dieser Ecke und ich dachte, okay, das war's. Also es spawnt auf jeden Fall schon mal hier drin. Das funktioniert. Alter, das war so geil. Kannst du keinem erzählen. Ganz ehrlich, das kannst du nicht erzählen. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier die Lava zwischenspeichern. Unendliche Wasserquelle. Habe ich die unten noch im Haus? Oder nur oben? Die kann ich auch nicht wegnehmen, oder? Nee. Haben wir echt keine mehr? Mach ich mir jetzt eine. Zack. Easy going. Super nice. Boah, mit dem Creeper, das war gerade so knapp. Ach, wieso der nicht hochgegangen ist, verstehe ich nicht. Ich wollte auch nicht lossprinten, da wäre ich runtergelaufen. Am Ende ist es egal, ne? Ob du nur so stirbst oder so, aber man sieht ja, ich habe die richtige Entscheidung gewählt. So, jetzt brauche ich Schilder. Ich hoffe, ich habe welche, oder? Ich mache welche. Ich jetzt ins Haus renne und suche und dann muss ich doch bloß wieder craften.
passt. Genau 3 Stück. Vielleicht sollte ich erst das letzte Wasserdings setzen. Für den Abtransport des Loots. Ja, das passt auf jeden Fall. Ja, es ist ja schön, dass du Spaß hast. Ich bin nämlich jetzt gerade nicht gesprungen. Oh nee. So, jetzt macht er, springt er auch wieder selber. Ja, ich mache das mal zu, weil ich nicht weiß, ob die dann eventuell rausbacken. Zur Seite. Ja, da geht's noch vorbei. So, jetzt brauche ich noch mal ein paar halbe Stufen. Da reichen ja 6. Reichen sogar weniger. Aber 6 ist halt das Maximum. Hallo? So, da dran. Oh, jetzt hole ich die Lava. Der Kack-Creeper da, ey. Guckst du blöd, ne? Bist du allein? Keinen zum Spielen? Voll gemein, ey. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe. Komm schon. Zurück, 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 zurück. Nein, das war falsch. Ich habe die Schilder noch nicht gesetzt. Wie dumm. Wie dumm. Hallo? Ja. Das war blöd. Und ich glaube auch, das ist doof, dass ich hier hinten das Wasser hingesetzt habe. Das musste ich zum Schluss setzen. Sonst drückt es mich am Ende da rein. Kenn mich doch. Oh, der Nachbar, der hämmert. Hör mal, wer da hämmert. Jeden Tag musst du da oben irgendwo dran rumrenovieren, ey. Ich verstehe es nicht. Ja, das ist richtig so. Genau. Das sollte jetzt stimmen. Ja, das packen wir in der Folge noch. Ich hoffe, ihr hört es nicht klopfen. Macht er denn? Hat er eine Schreinerei da oben? Der bohrt und hämmert und sägt. Mindestens einmal die Woche. Mindestens, also. Meistens ist es mehr. Oh, der Creeper, das dachte ich schon. Ja, perfekt. Nicht so perfekt. Warte mal, komme ich da hinten jetzt dran, um das Wasser da unten reinzusetzen? Jo, passt. Nein, kein Screenshot. Licht. Oh, nur hier hinten spawnen die. Obwohl hier, bis hier vorne spawnen. Na komm, das reicht doch, oder? Gib mir schnell was. Nein. So, irgendwie ein Kuckloch wäre noch cool. Vielleicht ist es doch zu hell. Boah, das ist voll riskant, was ich da mache. Eventuell kann ich das ja dann noch hier erweitern. Aber wir lassen es erstmal so jetzt.
Bauen das hier noch zu. Es wird dunkel. Ja, sieht cool aus. Und jetzt machen wir hier noch den drauf. Genau, die Fackel, die ich da hatte, ist drin gelandet. War gleich der Test, ist doch nice. So, wir holen noch ein bisschen Cobblestone. Na, warte mal, ich geh erstmal schlafen. Theoretisch, wenn ich jetzt schlafe, könnt ihr ja nicht in der Sonne spawnen. Dann müsste ja die Spawn-Rate in meiner Mob-Farm sich erhöhen. Weil die eben nur da drin spawnen können, weil es da dunkel genug ist. Ja, sieht trotzdem halt nur aus wie so ein Kasten. Aber es soll ja wirken. Das werden wir beobachten in den nächsten Parts. Sonst baue ich die noch um. Am Ende gehen die nicht ins Wasser, wieder oben. Noch nichts drin? Aber besser kann man. Ja, ich hätte irgendwie um die Ecke bauen müssen, dass die Lava nicht so in den Raum geht. Dass um die Ecke gespült werden, aber egal. So, ist die Türe bei Corti zu. Dass da hier rauskommt, während ich hier in der. Kommt da? Nee. Ja, während ich halt hier Steine abbaue. Ich meine, ein Pfeil habe ich doch noch, oder? Nee, zwei sogar. Aber wir machen jetzt zum Schluss noch ein paar Steine hier. Ich brauche die ja fürs Dach. Oder man hätte das noch größer bauen müssen bei der Mob-Farm fürs Looting. Also wie ihr das halt wahrscheinlich kennt mit diesem Kreuz. Wobei ich habe da ja noch eine andere Möglichkeit. Das zeige ich euch demnächst mal. Ich habe ja wieder einen eigenen Server, wo ich so auf unseren alten Maps zocke. Und sobald ich da dann wirklich alles fertig habe an meinem Haus, zeige ich euch das. Da mache ich nochmal einen Rundgang. Vielleicht zeige ich auch nochmal die Map vor der Map, die ich euch dann zeige. Ich habe da auch schon mal ein Video drüber gemacht. Müsst ihr einfach mal unter meinen Videos suchen. Farm Tower. Weil da habe ich auf jeder Etage etwas anderes angepflanzt. Und per Knopfdruck wird das alles nach vorne rausgespült. Landet dann ganz unten im See. Und der See spült es dann unter den Turm in ein Sammelbecken. Ist richtig cool. Mache ich nochmal ein ausführliches Video drüber. Aber ich muss noch die Spitze fertig machen. Das Dach muss drauf, die Kuppel. So, wie viel gibt das jetzt? Haben wir denn hier schon? Oh, bald zwei Stacks. Glaubt, naja, weiß ich nicht. Ich will. Also, das Zeug ist immer schneller weg, als man meint. Die ganzen Rohstoffe, ne? Da denke ich jetzt, oh, so drei Stacks reichen doch für mein Dach und dann, da hast du gerade mal die Hälfte geschafft. Brauchst du noch mal drei Stacks. So. Minütchen haben wir noch. Ich das jemals schaffe, dass ich alle weg habe und das komplett freigelegt ist. Nee, glaube ich nicht. Doch, da war es ganz kurz, aber nur. Los! Schneller, Junge! Oh, ich dachte schon, jetzt hätte ich überzogen. Aber es ist nur ein bisschen Zeit, ein paar Sekunden. So, jetzt haben wir noch 5 Sekunden, dann sind wir genau bei
Jetzt, und jetzt sammle ich den Rest noch ein und dann passt das. Ich danke euch fürs Einschalten, bewerten nicht vergessen, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.